Die Werderhalle an der Hemelinger Straße ist inzwischen fast leer und das bedeutet, die Mitgliederversammlung des SV Werder Bremen für das Jahr 2024, die ist inzwischen zu Ende gegangen und ja, was soll man sagen, zusammenfassend über diesen Abend, der ist für Grün und Weiß in ganz, ganz weiten Teilen äußerst erfreulich verlaufen, weil es fast durchweg positive oder zumindest zuversichtlich stimmende Nachrichten gab, die hier vom Podium in die Menge verkündet wurden. Fangen wir mit den nackten Zahlen an. Das Geschäftsjahr 23/24 ist bekanntlich abgelaufen und der SV Werder hat seine Bilanz bekannt gegeben und den Mitgliedern präsentiert. Und die sieht äußerst erfreulich aus. Mit einem Überschuss von 2,2 Millionen Euro haben die Bremer das Geschäftsjahr 23/24 beendet. Zudem ist durch den Einstieg des regionalen Investorenbündnisses das Eigenkapital aus dem negativen Bereich von rund 17 Millionen Euro auf satte 22 Millionen Euro plus in die Höhe gesprungen, sodass man unter dem Strich festhalten kann, diesem SV Werder Bremen, dem geht es nach vielen, vielen schweren Jahren mit Abstieg und Corona-Pandemie und drohender Insolvenz in den schlimmsten Phasen sogar, inzwischen wirtschaftlich wieder richtig gut. Auch das Sportliche war selbstverständlich Thema während des Abends hier in der Halle, denn Clemens Fritz, der neue Geschäftsführer Fußball, der hat in dieser Funktion seine erste Rede vor den Vereinsmitgliedern gehalten, übrigens vor den Augen und Ohren seines Vorgängers Frank Baumann, der es sich nicht hat nehmen lassen, hier auf eine Frikadelle vorbeizuschauen, um zu sehen, was so der Nachfolger angestellt hat. Und ja, Clemens Fritz hat wenig überraschend eine positive Bilanz der bisherigen Spielzeit gezogen. Tabellenplatz 8 in der Bundesliga, Achtelfinale im DFB-Pokal. Da gibt es nun wahrlich nicht allzu viel zu meckern, so far. Da war er entsprechend zufrieden und er hatte auch noch eine sehr erfreuliche Nachricht im Gepäck, denn mit Jens Day hat der nächste Leistungsträger, die nächste Säule der Mannschaft, seinen Vertrag langfristig verlängert. Wir erinnern uns, Romano Schmid, Michael Zetterer, Justin Ginmar, Mitchell Weiser, alle haben sich schon langfristig an den SVW gebunden in den vergangenen Monaten. Mit Jens Day ist nun das nächste Schwergewicht des Kaders dazugekommen, was Clemens Fritz hier natürlich ein bisschen zelebriert hat, inklusive Einspielfilmchen, um diese Vertragsverlängerung dann entsprechend präsentieren zu können. Unter dem Strich, ja, wie ich es eingangs schon sagte, sehr, sehr viele zufriedene Menschen hier in der Halle. Auch in der klassischen Nachfragerunde gab es wenig kritische Nachfragen. So richtig kritisch war da eigentlich nichts. Ging noch mal so ein bisschen um die LZ-Pläne, die Tarek Brauer, der Geschäftsführer, aber auch ausführlich dargelegt hatte. Im kommenden Frühjahr sollen da die Bagger anrollen, beziehungsweise soll die bestehende Anlage auf Platz 11 endlich modernisiert werden. Auch das betrachtet Werder Bremen als Meilenstein. Und diese Aufbruchstimmung, die sich der Verein in den dunklen Jahren so sehr herbei- und zurückgewünscht hat, die war hier heute in der Halle an der Hemelinger Straße mit Händen zu greifen. Und das besonders Positive dabei war, keiner der Verantwortlichen hat den Eindruck erweckt, sich darin irgendwie zu sonnen oder gar sorglos zu wirken. Nein, es wurde an mehreren Stellen immer wieder betont, wie fragil das alles doch ist, wie sehr das auch vom Tagesgeschäft abhängt und vor allem, wie sehr harte Arbeit dafür nötig ist, dass der Weg so weitergeht. Und wo der mal enden soll, da waren sich alle Verantwortlichen einig. Unter Flutlicht im Weserstadion, abends in der Woche gegen irgendeinen europäischen Gegner im Europapokal. Dieses Ziel, das haben sie hier heute Abend ganz klar ausgegeben, ohne Zeitvorgabe, sondern erstmal grob und perspektivisch. Aber daran wollen und werden sich die Verantwortlichen messen lassen müssen.